Welttag des Buches und Bücher Beckmann macht an einer bundesweiten Aktion mit, die da heißt Wildes Buch. Was steckt dahinter? Ja, das ist eine Idee zur Leseförderung. Guten Morgen. Eine Idee zur Leseförderung. Es geht darum, dass Bücher verschenkt werden sollen, ausgewildert werden. Ja, also darum Wildes Buch. Und in diesem Fall ist es dann eben so, dass das Buch einen neuen Besitzer, ein neues Zuhause findet. Ja? Das ist eigentlich die Idee dahinter. Es geht so ein bisschen in Richtung Ostereiersuche, nur sind die Verstecke nicht ganz so kompliziert, damit die Bücher auch wirklich gefunden werden. Wenn jemand dieses Buch findet, hat er schon mal ein tolles Geschenk. Entweder passt es für ihn oder er weiß jemanden, für wen es passt, dann kann er es weitergeben. Und wenn er sich an der Aktion dann noch in den Social-Media-Kanälen beteiligt, dann kann er auch noch Bücherschecks gewinnen oder einen freien Eintritt bei der nächsten Frankfurter Buchmesse. Und wir verteilen heute ganz genau und exakt 100 Bücher in der Stadt. Und was sind das für Bücher? Das geht vom Kinder-Jugendbuchbereich, also über Erstleser, Jugendbereich, dann bis zu Krimis, Romanen, historischen Romanen, bis hin zu opulenten Bildbänden, Weinbildbänden. Also eine ganz wilde Mischung, eben wildes Buch. Okay, und die werden jetzt verteilt. Also dann. Und die werden jetzt verteilt. Ganz los genau. Geht's. Ja, auf geht's. Dann wir suchen uns mal sehr schnell. Hallo, wer bist du denn und was hast du da in der Hand? Ein Buch. Und wer bist du? Tilo. Kommst du aus Werne? Nein, aus Stockholm. Aha. Ein echter Stockholmer. Und war das schwierig, das Buch zu finden? Nein. Nein, hast du es sofort gefunden? Ja. Wo war es denn genau versteckt? In dem Parfümladen und dann? In der Parfümerie? Und dann, wo war das genau? Sag mal, vor dem Laden. Vor dem Laden. Ne? Okay. Zwischen doch. Den ganzen Parfümsorten im Schaufenster haben wir das gesehen, ne? Ja. Oh. Genau. Toll, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Sag mal danke. Danke. Ja.